Ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie hier sind. Das war übrigens kein Kimono, da hätte ich wahrscheinlich etwas komisch ausgesehen. Das hieß Haori. Das ist ein kurzer Kimono. Also eigentlich wie eine Jacke, kurz geschnitten. So, und das hängt halt so an einem runter, aber ich kam da nicht wie eine Geisha daher. Und gebückt. Aber es war schön, es spielte in einem Zen-Garten und wurde vom NDR und produziert, von Radio Klemmen produziert, vom NDR erst ausgestrahlt und von allen anderen ARD-Anstalten und auch vom österreichischen Fernsehen, Schweizer Fernsehen dann wiederholt. Was ich Ihnen jetzt vorlesen werde, hätte ich auch als Vortrag halten können. Aber irgendwie geschah es, dass ich diese Thematik, die wir alle kennen, von der wir jetzt ganz viel schon gehört haben, in einen Roman gegossen habe. Dieser Roman besteht eigentlich, also er heißt Der Herzensheiler, und besteht eigentlich aus zwei Büchern, nämlich aus einer Rahmenhandlung, die erkläre ich Ihnen gleich, und dann aus dem Urtext, dem Urfaust sozusagen. Die Rahmenhandlung ist die, dass eine 29-jährige Autorin ein Bestseller landet. Sie heißt Julia, natürlich ernst, bekommt von ihrem Verlag, der in Deutschland ist, ein Stipendium, um in New York, dort hat der Verlag sein Mutterhaus, für den nächsten Roman zu recherchieren. Sie ist also in New York und geht als Literatin natürlich sofort in Bibliotheken und in einer Bibliothek, die den schönen Namen, ja, überall verschlüsseltes, Henry Ernest Adam Library. Henry Ernest Adam Library. H-E-A-L. Die hören wir da, Heal. So viele verschlüsselte Dinge. Sollten Sie es lesen wollen, gibt es viele verschlüsselte Dinge davon. In symbolistischer Form. In dieser Henry Ernest Adam Library geht sie an den Bücherregalen vorbei und berührt sie so und plötzlich fällt ihr ein Buch in die Hände und dieses Buch hat keinen Autoren und heißt Der Herzensheiler. Genauso wie das Buch, das der Leser dann selbst in Händen hält. Und sie ist fasziniert davon, sie blickt hinein, aber die Bibliothek schließt gleich, sie kopiert ein Kapitel und sendet es ihren Verleger. Der spricht darauf an, möchte mehr haben. Sie kopiert immer wieder etwas auf diesen, schickt es ihm dann. Auf diese Weise entsteht dann ein E-Mail-Austausch zwischen den beiden, bei dem sie sich immer näher kommen. Das Merkwürdige ist, die Geschichte des Herzensheilers, oder die sie da liest, ist folgende. Sie spielt jenseits von Raum und Zeit, vermutlich. Und geht darum, dass ein junges Paar weggeschickt wird von einer Insel. Wir wissen nicht, wie diese Insel heißt. Diese Insel ist von einem Vulkan bedroht. Dort leben Menschen. Und da diese Insel, der Vulkan schon öfter ausgebrochen ist und ein ganz großer Vulkanausbruch bevorsteht, suchen sie ein junges Paar, das sich freiwillig meldet, um das Leben zu sichern. Denn sie, ähnlich wie in Platons Höhlengleichnis, sie kennen nur diese Insel. Sie wissen nicht, ob es noch mehr gibt. Sie kennen die Insel und das Meer und haben ein Boot. Und dieses Boot bekommt eben dieses junge Paar, um zu suchen, ob es noch anderswo Leben gibt, ob es anderswo Land gibt und um dann das Leben zu retten, sollte diese Insel untergehen. Jetzt das Spannende ist, das Buch heißt im Untertitel Eine Seelenreise. Und die beiden, dieses junge Paar, das da sich auf diese Reise macht, heißt Anima und Animus. Ich muss Ihnen das nicht erklären, viele sind ja mit der tiefen Psychologie C.G. Jungs vertraut. Also Anima und Animus gehen auf eine Reise. Das Ganze können Sie eben lesen als äußere Reise, wie die Odyssee, oder auch als innere Reise, die da geschieht. Und natürlich Anima und Animus,
finden nach wochenlanger Irrfahrt über das Meer tatsächlich Land, Neuland, eine Insel, ein Land, sie wissen es nicht, sie landen dort an und müssen sich natürlich zunächst mal zurechtfinden. Animus verschwindet, um Nahrung zu suchen. Anima bleibt am Strand allein zurück und plötzlich merkt sie, dass sie beobachtet wird. Und sie blickt mit einem Mal in ein Augenpaar, das ganz unvermittelt auftaucht. Es steht eine Frau vor ihr, die ihr plötzlich ihr gesamtes Leben erzählt. Und sie ist eine unglücklich Liebende und fragt Anima dann, ob sie, also sie war verliebt und verlobt und alles ging aber daneben natürlich. Und sie wollte unbedingt ein Kind haben. Und das fand aber auch nicht statt. Und sie fragt Anima, ob sie ihr helfen könnte auf der Suche nach ihrem ungeborenen Kind. Und so entwickeln sich diese Dinge. Animus kommt zurück. Sie gehen weiter, sie erforschen diese Insel. Die Frau verschwindet wieder. Plötzlich läuft ihnen ein Junge entgegen, der von zu Hause weggelaufen ist und ihnen ein bisschen erklärt, was da auf dieser Insel oder im Land, eigentlich ist das Land, passiert. Er kommt aus dem Norden und sucht seinen Vater, der seine Mutter verlassen hat. Die Mutter war offenbar sehr grausam zu ihm. Dieser Junge ist vielleicht 10, 12, 13, 14. Sie nennen ihn Animanimus. Wie sonst? Er sagt, er hat natürlich einen anderen Namen. Wie er aber wirklich heißt, würde er ihn erst sagen, wenn er seinen Vater gefunden hat. Dann machen sie sich also auf, um diesen Vater zu finden. Während dieser Zeit erfährt Animanimus eine Initiation. Zunächst Anima erkennt, dass sie sich mit der großen Göttin verbinden kann. Warum? In diesem Buch steckt sehr viel Religionskritik auch drin. Und es ist sehr oft von der großen Göttin zu sprechen. Das heißt, die vergessen wurde. Hierin haben sie also sozusagen das Thema Patriarchat und Matriarchat. Und diese Matriarchatsforschung hat festgestellt, dass alle 4.000 bis 5.000 Jahre sich Matriarchat und Patriarchat oder matrilineare Strukturen und patrilineare Strukturen sich abwechseln. Wir erleben offenbar gerade ein letztes Aufblühen patriarchaler Strukturen. Wie Sie weltweit sehen, verschwinden diese langsam. Was Sie an Gestalten wie Erdogan, Trump, Putin erleben, ist ein letztes Aufbäumen der männlichen Macht, die dann vermutlich langsam ausgleiten wird. Also man kann nicht sagen, Gott Donnerwetter, heute Morgen hat das Patriarchat oder Matriarchat begonnen, sondern das ist ein schleichender Übergang, der sehr viel mit Werten zu tun hat. So, Animanimus oder Anima und Animanimus werden nun der großen Göttin gewahrt. Und wie das geht, werde ich Ihnen jetzt vorlesen. Es ist so, die Rahmenhandlung lasse ich jetzt weg. Die Rahmenhandlung spielt eben in New York. Die ist natürlich etwas heiterer als das, was ich Ihnen jetzt also in poetischer, tiefer Weise vortragen werde. Im Buch lesen Sie es dann, das ist dann immer erholend, weil das, was Sie jetzt hören, ist dann natürlich schwer und poetisch, aber schön. Ich habe mich dann immer gefragt, ist das eigentlich Kitsch oder nicht? Auch der Verleger und seine Autorin reflektieren darüber und kommen aber zu dem Schluss, es ist kein Kitsch, weil Kitsch ist etwas, was nicht mit Leben erfüllt ist. Und da dieses Jahr tatsächlich mit Leben erfüllt ist, ist es kein Kitsch. Also bitte nicht sagen, das ist ein Kitsch. Es ist nur schön. Schön und schattig. Gut, fangen wir an. Und zwar ist es immer so, ein Kapitel ist aus der Sicht von Anima und ein Kapitel ist aus der Sicht von Animus. Das ist nochmal eine Ebene da drin. Also wir verstehen das aus männlicher Sicht und aus weiblicher Sicht. Dieses Kapitel, das ich jetzt vorlese, ist aus weiblicher Sicht geschrieben. Also sie sind immer noch dabei, die Insel, das Land zu erkunden. Am nächsten Morgen führte uns unser Weg weiter ins Landesinnere. Du, Animus, sprachst mit Animanimus über die Liebe. Die Liebe ist das, was ein Kind für seine Eltern empfindet, sagte er. Und wie fühlt sich das an, wolltest du wissen? Animanimus legte seine Hand an sein Herz, spürte nach und sagte, es ist wie ein warmes Bad in Milch und Honig und nichts kann einem widerfahren.
Ist die Liebe also Sicherheit, fragtest du weiter? Ja, sagt der Animanimus, Sicherheit und Wärme und Glück. Und was verstehst du unter Glück, fragtest du? Glück, erwidert der Animanimus, ist wie ein Sommermorgen, an dem die Vögel zwitschern. Es ist Wärme, wolltest du nun wissen. Wärme, sagt der Animanimus, ist, wenn die Sonne meine Haare trocknet. Ich lauschte neugierig diesem Dialog. Wir gingen durch den Wald, der heute mir schon weniger dicht als gestern vorkam. Empfindest du für deine Mutter dieselbe Liebe wie für deinen Vater? Animanimus zögerte, dann sagte er nein. Wir blieben stehen. Er sagte, ich weiß nicht, ich weiß, dass ich das sollte, dass es böse klingt, wenn ich dies verneine. Doch es ist die Wahrheit. Ich bin von meiner Mutter fortgelaufen und suche meinen Vater. Ja, doch, ich liebe meine Mutter, aber es ist anders. Denke ich an sie, sehe ich dunkle Farben. Denke ich an meinen Vater, sehe ich bunte. Lieben denn alle Eltern ihre Kinder gleich? Fragte er. Wir gingen schweigend weiter. Dann sagte ich, nun, die meisten Eltern würden das bejahen. Animanimus meinte, aber bejahen sie das nicht nur, weil man es von ihnen erwartet? Du, Animus, sagtest, jede Liebe ist anders. Ich denke, dass Eltern jedes Kind auf ihre Art anders lieben. Es gibt auch Eltern, sagte Animanimus, die ihre Eltern nicht lieben. Weil Liebe, so mein Einwand, niemals selbstverständlich, naturgegeben ist. Liebe muss umsorgt werden, gepflegt werden, blühen. Ich sah dich, Animus, an. Oft hattest du mich, während wir uns liebten, deine Blume genannt. Und es stimmte, du brachtest mich zum Erblühen. Für dich öffnete ich mich, zeigte mich dir in all meiner Leidenschaft. Animanimus sagte, ich habe von meiner Mutter nur Kälte erfahren. Sie nahm mich nie in den Arm, ließ mich nicht, selbst als ich noch klein war, neben ihr schlafen. Woher soll ich wissen, dass sie mich liebt? Ich blieb stehen und hatte das Bedürfnis, Animanimus in meine Arme zu schließen, ihm all die mütterliche Liebe zu geben, die ihm nicht zuteil geworden war. Was wollten wir ihm sagen? Wir kannten seine Mutter nicht. Wer war sie? Warum war sie, wie sie war? Dann sagtest du, nicht selten ist die Liebe verborgen unter Gram, Enttäuschung und Schmerz. Oft findet sie vor lauter seelischer Dunkelheit nicht zurück ins Licht. Angenommen, sie liebt dich, Animanimus, kann es aber nicht zeigen. Was macht das dann mit dir? Animanimus dachte kurz nach. Du willst wissen, fragte er, wer ich ohne den Gedanken wäre, dass meine Mutter mich nicht liebt? Ja, sagtest du. Ich fühlte mich nicht mehr ungewohnt, meinte der Junge dann. Wir alle sind durch einen Willen entstanden, der höher ist, als wir es selbst je sein könnten, sagtest du. Aber was, fragte Animus, ist mit jenen, die nicht aus Liebe entstehen? Sie entstehen aus Entschlossenheit, sagte ich, wohlwissend, dass Animanimus diese Kraft noch niemals erfahren hatte. Das Verlangen zweier Körper, die Kraft des Begehrens. Manchmal denke ich, meinte Animanimus, dass es uns alle nochmals gibt, irgendwo da draußen. Dass es eine Welt gibt, in der wir alle nochmals leben, nur dass die Dinge verkehrt herum sind. Dass meine Mutter mich dort liebt und mein Vater nicht weggeht. Dass ich nicht weggehen muss, um ihn zu suchen. Ich lauschte dieser Vorstellung. Animanimus sagte, ich habe eine böse Mutter erfahren und sehne mich nach einer guten. Ich blieb stehen, nahm seine Hand, du, Animanimus, nahmst seine andere. Und so standen wir im Kreis zusammen. Nun, in diesem Moment, dessen Größe und Besonderheit ich spürte, wurde ich meiner Intuition mehr gewahr, denn jemals sonst. Ich schloss die Augen und versenkte mich tief in mein Herz, tief in meine Seele. Was ich dort fand, war ein unendlich wertvolles Geschenk. Ich hörte einen Klang, der tief aus meinem Inneren kam, ja, der meinem Innersten entsprang. Zuerst war er leise, doch die Töne einer unendlichen Harmonie gleich wurden langsam lauter, bis ich nicht mehr nur eine sanfte Melodie, sondern auch liebliche Worte vernahm. Und ich verstand, dass es die Worte der Urmutter waren, die nun an mein Ohr drangen, dass mir das älteste, heiligste Wissen zuteil wurde, das von vielen vergessen worden war und das doch noch unwiderruflich in jedem von uns schlummerte. Ich begegnete der großen Göttin, der Urgöttin, aus deren reiner Liebe alles entstand, deren Liebe alles entsprang. Der Glaube an sie war auch in unserer Heimat vor ewigen Zeiten verloren gegangen. Ja, man hatte sie vergessen.
Und indem man sie vergaß, verschwand sie, denn was man vergaß, zerfiel zu nichts. Und auch die Götter bestanden nur, solange man sich ihrer erinnerte. Wir schufen sie in unserem Geiste, wie den anderen männlichen Gott, der an ihre Stelle gerückt war. Die Gegenwart dieser großen Göttin von einst spürte ich nun ganz deutlich. Sie erblühte in meinem Herzen. Sie füllte mich aus mit reiner Liebe, mit nichts als reinster, tiefster Liebe. Und so gab ich mich ihr hin, legte mein Leben, dein Leben, euer Leben, unser Leben, legte das Leben in ihre Hände. Große Göttin, nun habe ich dich vernommen, flüsterte ich ihrem Geiste zu. Du existierst, du bist der Urgrund allen Seins. Führe uns in deiner Liebe. Ich öffnete die Augen und sah euch an. Ich sagte, es gibt sie, die eine große Mutter, die uns in reiner Liebe empfängt. Dort, wo wir herkommen, hat man sie in Urzeiten angebetet. Nun ist die Zeit gekommen, sich wieder an sie zu wenden. Sie hält alles zusammen, durchströmt alles, belebt und beseelt alles, sagte ich. Sie ist nichts als Liebe. Du kannst sie spüren, wenn du an sie denkst, wenn du betest, wenn du dich im Geiste mit ihr verbindest. Sollen wir das hier und jetzt versuchen? Animanimus nickte. Du, Animus, warst mir einen fragenden Blick zu. War nun die rechte Zeit, der rechte Ort dafür? Wir waren mitten im Wald, der Boden war voll von Gestrüpp. Ich schaute dir tief in die Augen und du verstandest, es musste sein, jetzt und hier. So gingen wir alle auf die Knie, falteten die Hände, schlossen die Augen. Ich sagte, Animanimus, spüre dich selbst, deinen Körper, dein Herz. Sei ganz bei dir, nur bei dir, verneige dich vor der Größe der Schöpfung, die in uns und um uns herum ist, die wir selbst sind. Ich wusste, dass Animanimus noch niemals zuvor derart gebetet hatte, dass es ungewohnt für ihn sein musste, in diese Form, in diese tiefe Form der Innensicht, der Versenkung zu gehen. Doch ich sah, dass er sich nahezu mühelos mit der großen Göttin verbinden kann. Sein Atem wurde ruhiger, sein Herz schlug kräftig, die Augen kamen zur Ruhe. Dann sagte ich, nun spüre die Kraft dieses Ortes, des Waldes, der Erde. All das ist unsere große Göttin. Animanimus berührte mit seinen Händen das Moos des Waldes. Du kannst nie tiefer fallen als in ihren Schoß. Sie ist nichts als Liebe, die reine Liebe. Und sie liebt auch dich, Animanimus. In unserem Kreis stellte sich Ruhe ein. Wir hielten unsere Hände, atmeten, fühlten. Ich richtete meine Aufmerksamkeit auf dich, Animus. Noch ungewohnt war der Dritte in unserem Bunde und ich spürte das Verlangen nach dir, Animus, meinem Mann. Ich öffnete meine geschlossenen Augen weit und wanderte im Geiste durch deinen Körper. Durch deine Augen drang ich tief in dein Inneres. Deine Augenlider waren schwer, sie lagen wie eine schützende Hand über deinem Blick. Dein Geist war nicht so ruhig wie sonst. Er war wie ein tiefer See, doch an der Oberfläche flackerten viele mittelgroße Wellen. Sie wühlten das Wasser auf, trübten es. Ruhig, flüsterte ich im Geist, und es wurde windstill. Die Oberfläche wurde glatt, der aufgewühlte Grund legte sich, das Wasser wurde klar. Und ich tauchte darin ein. Ich durchschwamm dein Bewusstsein, ließ mich treiben, ich sah deine inneren Bilder. Ich sah mich, wie ich vor allem muss. Niederkniete, die Arme ausbreitete und ihn fragte, ob er mich umarmen wollte. Er tat es und wir hielten uns fest. Ich sah uns beide auf unserem Boot durch das Meer fahren. Ich sah die Alpen unserer Heimat, deiner Familie und die meine. Ich drang tief in dich hinein, weg von deinem Bewusstsein, hin zu deinem Herzen. Es leuchtete so tiefrot wie die aufgehende Sonne. Ich spürte seine ganze Kraft, es zog mich hin und hinein. Dann war ich mitten in deinem Herzen wie ein Kern in einem Apfel. Schon oft war ich hier gewesen, ich hatte in deinem Herzen Wurzel geschlagen wie in einem Baum. Tief verankert war ich in dir und du, Animus, in mir. Ich verweilte in deinem Herzen, es war mir der liebste Raum. Nirgendwo fühlte ich mich so sicher, nirgendwo spürte ich das Leben mehr als dort. Dein Herz war mir das Licht dieser Welt, ein Stern im Dunkeln, und ich verneigte mich demütig vor dem Geschenk, dich, Animus, so lieben zu dürfen und von dir so wiedergeliebt zu werden. Dann zog es mich weiter hinein in deinen Bauch, der sich im Rhythmus deines Atems hob und senkte und senkte und hob. Ich spürte Aufregung. Es war, als fühlte ich die Flügelschläge tausender Vögel, die bereit sind, davon zu fliegen.
Ja, Animus, wir waren aufgebrochen. Und diese Reise war nicht nur eine Reise an einen anderen Ort, sondern auch tief in uns selbst hinein, in unsere Herzen, unsere Seelen, unseren Geist. Ich versuchte, dich auch an dieser Stelle deines Körpers zu entspannen und die Flügelschläge wurden weniger. Ruhiger bis sie fast ganz aufhörten. Du, Animus, warst nie ein Getriebener gewesen. Du solltest es nicht werden. Wir wollten wie in unserer Heimat im Augenblick verweilen, ihn würdigen. Ich verließ deinen Bauchraum, wanderte hinab in deine Leisten, spürte Kraft und Lust und Leidenschaft, spürte ein starkes Pulsieren. Ich spürte dich, Animus, dich als Mann. Ich atmete tief ein und aus, dann öffnete ich wieder meine Augen. Die Nacht verbrachten wir zu dritt im schützenden Dickicht des Waldes. Animus verstand nun die Kraft und die Freude, welche die große Göttin zu schenken in der Lage war. Ja, weit mehr noch. In dieser Nacht betrachtete er lange den Sternenhimmel. Und er begriff, dass er ein Teil eines großen Ganzen war, das nicht ohne Grund geschah. Er zu diesen Gründen des Seins vordringen wollte und es vermochte. Er sah in die Nacht hinein und inmitten der Schwärze zeichnete sich ein leuchtender Schimmer ab. Er kam vom Himmel und legte sich sanft auf den Boden. Nun leuchteten auch die Bäume und das Moos und der Lichtschatten breitete sich über seine Finger aus. Dann, wie selbstverständlich, spürte er, dass er die andere Hand an sein Herz legen sollte. Er schloss die Augen und was er nun fühlte, ergriff ihn zutiefst. Er spürte das Herz der Welt. Er verband sich mit ihm, sodass sein Herz im selben Rhythmus schlug. Er wusste, dass es die große Mutter war, die fortan in ihm wirken würde, die ihn als ihren Sohn annahm, die ihn liebte, bedingungslos. Das war nun die Initiierung von kleinen Animus, der fortan lernt zu heilen. Das Buch ist ein Buch der Heilung. Was nun passiert, ist Folgendes. Anima und Animus gehen getrennte Wege. Denn Anima will unbedingt ein Kind und Animus sagt, dass sie hier in dieser grausigen Welt. Denn dieses Land ist verwunschen, sie begegnen nämlich ständig irgendwelchen Menschen, die riesige Probleme haben. Warum dieses Land verwunschen ist, erklärt sich aus einer uralten Geschichte darin. Und die beiden trennen sich dann, Anima und Animus, gehen tatsächlich verschiedene Wege. Beide sind aber letztlich verzweifelt, sie wissen, sie gehören ja zusammen und erfahren beide auf ihre Art und Weise viele Abenteuer. Animus selbst verschwindet auch, weil er die Zwistigkeit zwischen ihnen nicht ertragen kann und findet einen Lehrmeister. Dieser Lehrmeister baut Venena an. Venena, das ist das einzige Gefährliche in diesem Land. Venena ist eine unglaublich schön blühende Blume, die, wenn man ihr zu nahe kommt, tödlich ist. Und dieser Lehrmeister hat aber gelernt, sie sozusagen zu domestizieren, dass sie nur in geringen Dosen auch zu sich genommen werden kann. Die Menschen, die auf diesem Land leben, brauchen die Venena, um zu vergessen, um ihr Schicksal, ihr Los zu vergessen. Es ist natürlich alles ein Symbol. Venena ist der Plural von Venenum, heißt Gift. Und deshalb ist diese Droge auch tödlich. Es sind nicht unbedingt reale Drogen gemeint, es sind ganz viele andere Drogen, Handy, was auch immer es gibt auf dieser Welt, was uns abhängig macht, gemeint. Animus lernt nun von diesem Lehrmeister, diese Droge in Dosen herzustellen und er wird sie später am Markt verkaufen. Dass man sie wie einen orientalischen Markt vorstellen, bietet er diese Venena an. Die ist natürlich immer sofort ausverkauft. Dazu kommen wir aber später nochmal. Was jetzt kommt, ist eine besondere Geschichte, denn die verzweifelte Anima wird
auf einem Berg gefunden von Nonnen oder heiligen Frauen, sagen wir mal so. Das spielt ja auch nicht in einer gewissen Religion, sondern auch transreligiös. Und Anima erzählt nun oder berichtet nun, was dort, wie ihre Heilung dort geschieht. Das ist sehr spannend, weil es passt natürlich auch zu unserem Thema hier. Haben wir noch Zeit? Ja, schnell lesen. Ich erwachte, noch immer warst du, Animus, nicht an meiner Seite. Sobald ich das erkannte, durchzuckte mich der Schmerz erneut und heiße Tränen kamen. Da bemerkte ich, dass ich nicht mehr auf dem Berggipfel war, sondern in einem einfachen Bett in einer kleinen Kammer. Bald öffnete sich die Türe und eine Frau in einem langen Kleid mit einem Schleier über dem Haar trat ein. Sie war noch jung und alt und zu mir nahm mich in den Arm, wiegte mich, streichelte meinen Kopf. Du wirst getragen, flüsterte sie. Langsam versiegten meine Tränen. Ich holte tief Luft. Dann kamen noch einige Frauen im gleichen Gewand in mein Zimmer. Sie bildeten einen Kreis vor mir, gingen auf die Knie und begannen zu beten. Zuerst flüsterten sie, dann wurden ihre Stimmen lauter, schließlich begannen sie, ein mir unbekanntes Lied zu singen. Es handelte von der Schönheit der Welt und der überirdischen Gnade. Ich schloss die Augen und ließ mich fallen. Ich wusste nicht, wie ich hierher gekommen war. Eine der Frauen musste mich auf dem Berggipfel gefunden haben. Ich hatte keinerlei Erinnerung daran. Völlig entkräftet fühlte ich mich einer Toten gleich. Die Frauen lebten hier auf dem Berg zusammen. Ihr Dasein, wie ich es in der Zeit, die ich bei ihnen verbrachte, beobachten konnte, war still, friedlich und geordnet. Ihr Tagesablauf war geregelt und nur einem Ziel gewidmet, der großen Göttin zu huldigen. Hier in diesem Ort, fernab der Geschäftigkeit der Welt, lebten sie ohne Männer. All ihre Liebe gaben sie der großen Göttin. Ich spürte diese Energie fließen. Sie war in den Mauern des Gebäudes, in dem sie sich aufhielten. Sie war draußen in der Natur, wo sie beteten und arbeiteten. Überall war sie. Die Frauen nahmen mich an der Hand und führten mich in kleinen Schritten zurück ins Leben. Sie nahmen mich mit, wenn sie in Stille da saßen. Sie nahmen mich mit, wenn sie Obst und Gemüse ernteten. Sie nahmen mich mit, wenn sie durch die Wälder gingen. Sie nahmen mich mit zu jeder Stunde zum Beten. Die feste Abfolge ihres täglichen Wirkens gab mir neuen Halt. Ungefragt war ich in diesen Kreis aufgenommen worden und empfand die Stille und Ruhe als großes Geschenk. Erst nach vielen Tagen konnte ich wieder sprechen. Ich erzählte der jungen Frau, die jetzt erst in meine Kammer gekommen war, von dir, Animus. Ihr Name war Ora. Viele Stunden saßen wir zusammen. Sie unterbrach mich kein einziges Mal. Ich erzählte ihr von unserer Heimat vor dem Vulkan, von unseren Familien und unserer Liebe. Ich erzählte ihr, wie sehr ich dich, Animus, liebte. Dass ich ohne dich nicht mehr sein mochte und nicht mehr sein konnte. Dass mir jeder Tag ohne dich wie ein verlorener Tag, ein Tag ohne Sinn vorkam. Ich sagte, Animus ist mein Mann und ich bin seine Frau. Und dass er fortging, ohne sich zu erklären, ist mein größter Schmerz. Animus. Wie nur hattest du mich zurücklassen können? Animus, wo warst du? Wieder weinte ich. Die junge Frau legte meine Hand in ihre. Ich fragte sie, wo nur haben wir uns verirrt? Wo ist unser Weg? Meine Stimme überschlug sich, als ich vor ihr meine dunkelsten Ängste ausbreitete. Ob ich dich, Animus, jemals wiedersehen würde? Ob du je der Vater meines Kindes werden würdest? Ob wir je eine Familie werden würden? Es gab keinen Trost für mich. Ich konnte unsere Trennung nicht verwinden. Doch ich war so schwach, zu schwach, um dich zu suchen. Die junge Frau ging vor mir auf die Knie, nahm meine Hände in ihre und faltete wie zum Gebet. Es gibt vielleicht etwas, das dir helfen kann, sagte die Frau. Was sie meinte, sollte ich bald erfahren. Eines Tages kam der Nebel, er hüllte den Gipfel ein und machte alles unsichtbar. Für den kurzen Weg von meiner Kammer zum Haus des Gebets tastete ich mich am Gemäuer entlang. Dann bemerkte ich, dass unter allen Frauen vom Berg eine aufgeregte Unruhe aufkam. Was hat das zu bedeuten, fragte ich. Der Nebel, sagten die Schwestern, wird nun 7 Tage bleiben. Er kündigt die Ankunft der Hohen Mutter an. Sie war lange fort gewesen, um in das Land zu blicken. Mit ihren Erkenntnissen kehrt sie nun zurück. Sie wird uns davon berichten, damit wir unsere Gebete an jene richten können, die uns besonders brauchen.
Und wer ist die hohe Mutter, fragte ich. Sie ist die Weisheit, die Güte, die Gnade, die Anmut. Die nächsten Tage verbrachten wir damit, den Raum des Gebets und den Schlafsaal zu säubern. Wir pflegten die Blumen und das Gras. Diese Tätigkeiten taten mir wohl. Die Ordnung der äußeren Dinge brachte meine Seele etwas zu Ruhe. Von der Ankunft der Hohemutter bekam ich nichts mit. Sie kam im frühen Morgengrauen, während ich schlief. Die anderen Frauen vom Berg waren schon alle im Haus des Gebets. Ich traute mich nicht, die Morgenandacht zu stören. So zog ich mich an und wartete, bis sich die Türe öffnete. Die Frauen vom Berg kamen heraus und gingen ihren täglichen Aufgaben nach. Wie gebannt stand ich da und erblickte zum ersten Mal die Hohemutter. Sie drehte sich zu mir um und gab mir ein Zeichen, näher zu kommen. Langsam trat ich in den Gebetsraum ein. Die Hohemutter trug ein purpurfarbenes Gewand, einem langen Kleid gleich. Ihr Haar hatte sie unter einer weißen Haube versteckt, ihre Augen waren hellblau, ihre Haut war glatt, ihre Lippen tiefrot. Dann stand ich vor ihr. Ich spürte ihre Kraft, mein Herz klopfte. Die Schwestern haben mir von dir erzählt, sagte sie mit sanfter Stimme und nahm meine Hände in die ihren. Ich senkte den Kopf und kämpfte mit den Tränen. Sie sagte, weine nur, denn keine deiner Tränen wird umsonst geweint. Sie fließen in den See der tausend Tränen, und dem, der darin badet, erfüllt sich ein Wunsch. Wo ist dieser See der Tränen, fragte ich. Er ist fern, zu fern für dich, mein Kind. Doch du brauchst kein Bad darin, denn dein Herzenswunsch ist stärker als jeder, den ich je gespürt habe. Auch deine Tränen sind von größter Kraft und sie werden viele Wünsche erfüllen. Was du brauchst, sagte sie, ist der Glaube an dich selbst. Ich schaute sie an. Sie führte ihre Hand an meine Wange und wischte meine Tränen fort. Ja, sagte sie, es ist der Glaube an dich selbst, der dir fehlt. Ich werde ihn dir wiedergeben. Sie tut das, ich kürze es ein bisschen ab, in zwei Dingen. Sie lernt ihr die Gabe der Schickung. Das ist ein mentales Training, wie man Gedanken weitergeben kann. Und sie lehrt sie noch etwas anderes. Das werde ich Ihnen auch noch kurz vorlesen. Die Schickung war nicht das Einzige, das mich die Hohemutter lehrte. Alles, sagte sie, ist Kraft. Diese Kraft ist viel größer als die anderer Wesen. Auch wenn du dich gerade schwach fühlst, dein Geist ist von solcher Schönheit und Anmut, dass du damit so vieles bewirken kannst. Lerne nun, wie dich nur ein schöner Gedanke getragen kann, indem du ihn zum Leben erwächst. Was meinte die Hohemutter damit? Ich musste nicht lange warten, bis sie es mir zeigte. An einem Abend, als die Sonne gerade unterging, nahm sie mich mit zu einem Fluss. Sie hieß mich auf einen Stein zu setzen, sie selbst setzte sich mir gegenüber. Unsere Gedanken, sagte sie, sind nicht nur in unserem Geist. Wenn sie besonders stark, schön und voller Liebe sind, so können wir diese in Lichtwesen verwandeln, die uns schützen und begleiten. Diese Wesen sind überall um uns herum. Du musst sie nur sehen können. Ich blickte mich um, nahm jedoch nichts Außerordentliches wahr. Dann beugte sich die Hohemutter zum Fluss hinab, schöpfte mit ihrer Hand Wasser und spritzte es in die Luft. Inmitten all der Wassertropfen und des Sprühnebels sah ich nun viele kleine Wesen, die schwirrten und flatterten mit kleinen Flügeln, Schmetterlingen gleich durch die Luft. Dann verschwanden sie wieder. Was war das? Fragte ich, ergriffen von dem Augenblick, diesem Anblick. Das, sagte die Hohemutter, ist die unsichtbare Welt hinter der sichtbaren. Nur wenige von uns haben Zugang zu ihr. Du mit deiner Gabe der Liebe bist eine davon. Nun lehre ich dich, das Unsichtbare sichtbar zu machen, das verborgene Wesen hinter den Dingen kennenzulernen und das Wesentliche zu erfahren. Die Worte der Hohemutter versetzten mich in Ehrfurcht. Um in diese Welt einzutreten, sagte sie nun, musst du einen Gedanken finden, der so stark, so kraftvoll, so schön und so voller Liebe ist, dass er dich aus tiefster Dunkelheit ins hellste Licht führt. Wähle diesen Gedanken sorgfältig und weise, überlege gut, bevor du ihn aussprichst. Animus, dachte ich. Wieder sprach die Hohemutter, dieser Gedanke ist dir ganz zu eigen, er kommt aus deinem Innersten. Du trägst ihn lang in dir, er wartet nur darauf, dass du ihn in die Welt hineinhauchst, damit er selbst zum Leben erweckt wird. Es war nun schon dunkel und wurde kälter, die heutige Nacht werden wir schweigend unter freiem Himmel verbringen, sagte die Hohemutter.
Wenn du aufwachst, wirst du diesen Gedanken haben. Ich erwachte. Die hohe Mutter stand am Fluss, sie lächelte mir zu. Hast du einen Gedanken, fragte sie mich. Ja, sagte ich. Gut, sagte sie. Trage diesen heute im Herzen. Am Abend lehre ich dich ein weiteres Geheimnis. Wir gingen zu den Schwestern zurück. Ich nahm am Ablauf des Tages teil, wusch Geschirr, kümmerte mich um die Kräuter, betete. Und ich trug, wie mir geheißen, den Gedanken im Herzen, den ich zum Leben erwecken sollte. Ein Lächeln umspielte meine Lippen, denn ja, ich wusste, dass es der richtige Gedanke war. Kurz vor Sonnenaufgang begleitete ich die hohe Mutter erneut zum Fluss. Nun nenne mir deinen Gedanken, sprach sie und schloss die Augen. Mein Herz klopfte vor Aufregung. Ich sagte, du Animus bist mein König und machst mich zu deiner Königin. Als ich diese Worte ausgesprochen hatte, öffnete die hohe Mutter die Augen. Die Luft zwischen uns fing an zu wirbeln und ich sah, wie im Dämmerlicht zwei Lichtwesen erschienen, die umeinander tanzten. Ich öffnete vor Erstaunen den Mund. Das, sagte die hohe Mutter, ist ein heilsamer Gedanke. Er ist der Gedanke, der dich durch Angst, Leid und Dunkelheit trägt. Dies ist dein inneres Licht, das dich immer leitet. Und nun wirst du lernen, wie du diesen Gedanken selbst sichtbar machen kannst. Die hohe Mutter machte eine Handbewegung ganz so, als wollte sie etwas verscheuchen und die Lichtwesen verschwanden. Nun würde meine nächste Lektion beginnen. Das Unsichtbare, sagte die hohe Mutter, ist vielen fremd. Es gibt für sie nur das, was sie begreifen, also in ihre Hände nehmen können. Doch das ist ein Irrglaube. Was du fühlst, ist, es ist die verborgene Wahrheit, die in allen Dingen schlummert. Der Schlüssel liegt in dir selbst. Ja, dein Herz ist der Schlüssel, mit dem du diese neue Welt öffnen kannst. Tue dies, öffne sie, trete ein und erkenne die Schönheit deiner, unser aller Geisteskraft. Sie hieß mich nun wieder in den Zustand der Versenkung zu gehen, den ich bereits bei der Schickung geübt hatte. Doch für die Sichtbarmachung, wie die hohe Mutter es nannte, war noch weitaus größere Aufmerksamkeit nötig. Und um meinen Herzenssatz nur mit Kraft meiner Gedanken zum Leben zu erwecken, musste ich mich selber und meinen Körper loslassen. Ich musste erkennen, dass das Unsichtbare an mir, das Wesentliche in mir war. Und indem ich gedanklich hinter mich selbst zurücktrat und das Gefühl hatte, mein Körper würde sich auflösen und in die Nacht hineinströmen wie ein Fluss ins weite Meer, sah ich die Lichtwesen wieder, die wie König und Königin miteinander tanzten. Und mehr noch, ich sah Tausende von Lichtwesen durch die Nacht umherschwirren. Ich sehe es, rief ich der Hohen Mutter zu, ich sehe es, ich kann alles erkennen. Die Hohe Mutter lächelte und kam näher auf mich zu. Ist es nicht schön? Fragte sie. Später gingen wir am Fluss entlang. Dies, sagte sie und zeigte auf viele tanzende Lichtwesen, ist die Seele des Flusses. Er hört alles, was wir sagen. Er spendet Leben, indem er uns zu trinken gibt. Und dies, wir gingen weiter. Sie zeigte nun auf einen Baum, den ebenfalls viele Lichtwesen umgaben, ist das Herz des Baumes, der seit vielen Hunderten von Generationen der Herr des Waldes war. Dann kamen wir näher an das Haus unseres Gebets. Hier schwirrten mehr Lichtwesen als zuvor umher. Das, sagte die hohe Mutter, sind all die liebenden Gedanken unserer Schwestern. Es sind die Gedanken, die wir im Gebet formulieren und die hinab in die Welt steigen, um dort Licht zu spenden, in der Dunkelheit, um Hoffnung zu geben, wo keine ist. Da sah ich, wie sich immer wieder vereinzelte Lichtwesen aus dem Schwarm lösten und sanft und leise hinwegflogen, hinab in das Land, das von hier oben so weit weg zu sein schien. Die hohe Mutter nahm mich an ihrer Hand. Die Finger waren warm. Lass uns nun deine Herzensgedanken segnen, auf dass er deinen Geliebten finden, beschützen und ihn zu dir führen würde, sagte sie. Wir gingen in den Gebetsraum. Wir waren alleine, denn die Schwestern schliefen schon. Es war still in dieser Nacht, in der ich, so schien es mir, der Wahrheit des Lebens ins Auge geblickt hatte. Die hohe Mutter ging zum Altar, ich folgte ihr und wir beide knieten uns nieder. Mein Herzensgedanke flatterte immer noch um mich herum wie ein kleines Vögelchen, dessen Federn aus nichts als Licht bestanden. Wir falteten unsere Hände zum Gebet und die hohe Mutter sprach: Große Göttin,
die du uns und die Welt und die Pflanzen und die Tiere, den Himmel und die Erde beseelst, geleite diesen Herzensgedanken durch Zeit und Raum. Behüte und beschütze ihn und bringe ihn zu jedem, dem er gewidmet ist. Er soll ihm Kraft, Zuversicht und Liebe geben. Er soll ihm den Weg weisen, denn er hat ihn verloren. Er soll ihm Mut schenken, das zu tun, was er zu tun hat. Er soll ihm das Licht sein, dessen er bedarf. So möge es geschehen. Und als wir diese Worte dreimal gesprochen hatten, flog mein Herzensgedanke in den Nachthimmel hinweg und ich wusste, er würde dich, Animus, erreichen. Und so ist es natürlich auch. Währenddessen aber geschieht wiederum viel. Animanimus lernt, die Venena so zu verfeinern, dass er sie mittlerweile auch als Tee verkaufen kann. Dieser Tee findet gewaltigen Absatz. Alle sind ganz verrückt nach diesem Tee. Und eines Tages merkt er aber, dass er auch, nein, das kommt später, erst erfährt er seine Botschaft. Er lebt nämlich mittlerweile beim Stadtverwalter. Der Stadtverwalter hat ihn irgendwo aufgelesen. Was dort passiert, wird jetzt auf einer Erzählebene gekommen. Und wir kommen jetzt schnell zu seiner Botschaft, eigentlich, die so heißt, wie dieser Vortrag oder diese Lesung. Der Stadtverwalter war ein guter Mann. Animus hatte sich recht schnell bei ihm eingelebt, lernte viel darüber, wie man eine Stadt lenkte und ihre Bewohner zufriedenstellte. Gelegentlich durfte er sogar an den Sitzungen im Rat beiwohnen. Doch Animanimus, der losgezogen war, seinen Vater zu suchen, hatte diesen immer noch nicht gefunden, auch wenn er sich jetzt im Süden aufhielt, wo er ihn anzutreffen erhofft hatte. Die Kraft der großen Mutter indes spürte er mit jedem Tag, mit jeder Nacht, mit jeder Begegnung, welcher Art diese auch sein mochte, immer stärker. Ihre Liebe war so kraftvoll wie nichts sonst. Er wusste sich von ihr gelenkt und wie von einer unsichtbaren Macht, die ihn wie einen warmen Wind umhüllte, die ihm die Angst nahm, wenn er sich fürchtete. Er fühlte sich eins mit ihr und damit eins mit allem. Und er wandte sich dankbar an die große Göttin, zunächst still mit seinen Fragen. Was war seine Aufgabe? Welchen Sinn hatte seine Reise? Warum wirkte der alte Fluch der Königin, der alle Liebenden verdammte, immer noch? Und wenn er nicht darauf wartete, er bekam stets eine Antwort, einmal in Form von Zeichen, ein anderes Mal durch einen Traum. Und gelegentlich war ihm, als hörte er im inneren Gespräch tatsächlich eine mütterliche Stimme, die zu ihm sprach. Animanimus ergriff größte Dankbarkeit, denn er verstand nun den tiefsten Wesenkern der Liebe, dass sie in ihrer reinen Gestalt göttlich ist, dass jedes irdische Wesen daran gemessen fehlerhaft sein musste, dass es die Liebe zwischen sterblichen Wesen neu zu gestalten gab, damit sie trotz deren Fehlerhaftigkeit Bestand haben konnte. Animanimus hatte auf seinem Weg viele Liebeskranke, Verzweifelte, Verlassene, Betrogene gesehen. Ihren Schmerz wollte er lindern. Denn ja, man konnte lieben, auch in einer verkommenen Welt. Durch die Liebe würde aus dieser eine vollkommene werden. Er wollte zeigen, er wollte lehren, wie dies gelingen konnte. Sein Geist arbeitete Tag und Nacht und er befragte immer wieder die Kraft, die ihm im Traum erschienen war. Zugleich war er unersättlich und las stundenlang in der Bibliothek der Stadt die alten heiligen Schriften, um seinen Wissensdurst zu stillen. Er suchte geistige Befreiung, er wollte wissen, was es war, das den Kern und den Sinn des Lebens ausmachte. Und er ging der Frage nach, was Glück bedeutete und wie es zu halten sei. Eines Tages, als er wieder einmal in der Bibliothek in seine Bücher versunken war, fiel sein Blick auf einen Satz. Freiheit ist Frieden als Liebe. Animanimus dachte lange nach. Wie hingen diese drei lebensbestimmenden Werte zusammen? Und konnte man sie auch umdrehen? Er versuchte es. Frieden ist Freiheit als Liebe. Wieder dachte er lange nach. Und schließlich bildete sich in seinem Inneren ein Satz, der fortan nicht nur sein Leben bestimmen sollte. Liebe ist Frieden als Freiheit. Das war die Botschaft, nach der er gesucht hatte.
Er wusste, von nun an wären diese fünf Worte der Leitstern seines Lebens. Lieben, Liebe ist Frieden als Freiheit. Das Buch, dem sie in umgekehrter Reihenfolge entstanden, war ein Werk über den Sinn des Lebens, verfasst von einem Dichter, der sich offenbar besonders lange mit den Fragen nach dem Grund des Daseins, der Vergänglichkeit und der allumfassenden Liebe beschäftigt hatte. Der Foliant, in dem Animanus las, war ein sehr altes Buch. Es musste hunderte von Jahren überdauert haben. Illustrationen gab es keine, doch die Schrift, die es aufwies, konnte nur von geübter Hand auf das Pergament gekommen sein. So vollendet präsentierten sich die Seiten, über die Animanus nun mit zarter Hand strich. Animanus verschlang diesen dicken Band gleichermaßen. Tag für Tag lief er in die Bibliothek, er erkannte, dass in diesem Werk all das für ihn zu finden sei, dessen er bedurfte und das er eines Tages wieder weitergeben wollte. Doch zuerst hatte er den Sinn dieser Worte gänzlich zu verstehen, musste lernen, das, was dort geschrieben stand, einzuatmen und es in sich zu verwandeln. In den kommenden Monaten wurde dieses Buch zu Animanus geistige Quelle und Heimat. Er las darin, dass das meiste Leid daher rührte, dass jeder unfrei war. Unfrei in dem Sinne, dass er sich seinen Leidenschaften hingab und ihr Sklave wurde. Unfrei in dem Sinne, dass er sein Wollen nicht mehr beherrschte und immerzu nach etwas Dinglichem suchte. Das ihn hatte er es erreicht, langweilte, so dass er stets etwas Neues zu besitzen trachtete. Unfrei in dem Sinne, dass er nicht immer die Wahrheit zu sagen gewillt war, unfrei in dem Sinne, dass sein Handeln oft selbstsüchtig war und er nur an die eigene Erfüllung dachte und nicht an die der anderen. Unfrei in dem Sinne, dass er sich nicht auf das konzentrierte, was wesentlich war, sondern sich von billigen Vergnügungen abspeisen ließ. Unfrei in dem Sinne, dass seine Gedanken nicht immer so geartet waren, dass sie sich auf das Gute erstreckten. Unfrei in dem Sinne, dass seine Handlungen dem Leben gegenüber nicht selten negativ waren, da er das edle Wahre nicht mehr sehen konnte. Unfrei in dem Sinne, dass er sein Auskommen nicht durch seine Hände Arbeit erreichen mochte, sondern so es gestaltete, dass er mit geringster Anstrengung mehr erreicht als die, die täglich ihren Fuß vor die Türe setzten, um für ihre Familien oder ihr Vieh zu sorgen. Und er las, dass der Friede nur in einem selbst zu finden sei. Ein äußerer Friede sei immer nur von kurzer Dauer, denn bald schon erhebt sich einer, der den Massen vorgaukelt, dass nur er derjenige sei, der ihnen das, was sie erhoffen, bringen könne, weshalb sie den, der gegenwärtig regiere, verbannen sollten. Er las, dass Friede nur dann möglich ist, wenn man liebte, und dass die Liebe die Bedingung für Frieden sei und die Freiheit wiederum die Voraussetzung für beides. Animanus verstand nun, dass Liebe und Frieden und Freiheit im Grunde eins waren und dass alle drei einander forderten und gleichzeitig einander bedingten. All dem wollte Animanus, nachdem er das uralte Buch verinnerlicht hatte, begegnen. Aber wie? Er sprach mit dem Verwalter, dem er mittlerweile ein enger Freund geworden war. Furchtlosigkeit ist die Grundlage jeder edlen Haltung, sagte dieser, als Animanus ihm seine Frage offenbarte. Mehr sagte er nicht. Aber Animanus hatte verstanden, von nun an wollte er ohne Angst das, was er gelesen hatte, selbst leben, um es später anderen zu lehren. Vor allem war ihm aber klar geworden, dass das Einzige, das allen helfen konnte, die Liebe war. Die Liebe, deren Ursprung er durch Anima kennengelernt hatte, die er mit Anima und Animus im Gebet erfahren hatte, die Liebe der großen Göttin, die alles umfasste. Ihrem Weg musste er nun folgen. Er konnte nicht mehr anders. Und so macht sich Animanus auf, überall zu lehren. Er trifft dann, ähnlich Jesus, immer Gestalten, denen er helfen mag. Er trifft auch Anima und Animus wieder. Das ist wieder eine Geschichte in der Geschichte. Und wir werden nun sehen, wie eine solche Heilung funktioniert. Das ist eine seiner ersten Heilungen. Also Animus und Anima haben Animus wiedergefunden, sie sind wieder vereint und ziehen jetzt gemeinsam durch die Lande, um zu heilen. Anima spricht nun, wie besonders Animanus geworden war.
Seitdem wir ihn wiedergefunden hatten oder er uns, war die Kraft seiner Gegenwärtigkeit stärker geworden. Es schien, als stünde er im reinen Sein. Ein weiser Mann in Gestalt eines Jünglings, dachte ich. Ja, wir würden nun immer bei ihm sein, du, Animus und ich. Ich freute mich. Es war ein erneuter Aufbruch, ein Weiterziehen. Und so gingen wir los, wir setzten einen Fuß vor dem anderen. Und während wir dies taten, war mir, spürte ich jedes Sandkorn unter meinen Füßen, als flüsterte mir jedes Blatt seine Geschichte zu. Es waren Geschichten von Freude und Leid, vom Guten und vom Bösen. Dann fühlte ich den Wind auf meiner Haut, wie er mein Gesicht streichelte und mir wohl war. Die Sonne schien und zeichnete mit den Wolken ein Muster in den Himmel. Mit einem Mal erinnerte ich mich an die Frau, die mir im Wald begegnet war, von der ich am Anfang erzählt hatte. Sie, die um ihr ungeborenes Kind trauerte, war mir plötzlich sehr nah. Ich spürte sie, ich spürte ihren Schmerz, der kaum, ja eigentlich gar nicht auszuhalten war. Ich fühlte die Spannung in ihrem Geist, den Leidensdruck ihrer Seele. Ihre Tränen spürte ich und ihre Verzweiflung, ihre Sehnsucht und ihre Hoffnung. Dann spürte ich auch ihr ungeborenes Kind, das es gab. Irgendwo, da draußen, im Universum, im Kosmos, im All. Sie hatte recht gehabt, es existierte. Ich nahm seine Anwesenheit wahr, wie ein geflügeltes Wesen schwebte es am Himmel. Eine kleine, ungeborene Seele war es, die nur darauf gewartete, gewollt zu sein. Sie war so zart wie eine Nebelschwarte, so zerbrechlich wie eine Rose aus Glas, aber es gab sie, sie war da, sie war wunderschön. Und als ich den Blick hob, stand die Frau mit einem Mal wieder vor uns. Sie war einst genauso wunderbar erschienen, wie sie wieder verschwunden war. Wir erschraken. Wie war das möglich? Was tat sie hier? Woher war sie gekommen? Immer noch lag die Trauer über ihr wie ein dunkler Schatten. Man konnte in ihren Gesichtszügen lesen. Sie erzählte von Schmerz, Leid und Verzweiflung. Wir drei blieben stehen. Animanimus, dem wir ihre Geschichte einst erzählt hatten und der sich an sie erinnerte, ging näher auf sie zu. Er legte seine Hand auf ihr Herz und schloss die Augen. Das ist etwas, was Animus gelernt hat. Das ist seine Heilmethode. Er legt seine Hand an sein Herz und berührt dann das Herz des anderen. Und da strömt das dann. Animus spürte den Herzschlag der Fremden. Ihr Puls ging schnell. Er blickte in ihre Erinnerung. Er sah ihren Geliebten. Er sah die Zärtlichkeit. Er sah das Paar eng umschlungen in der Nacht. Ihre Körper ein unauflösbarer Knoten. Er sah, wie sie sich liebten, wie ein Körper die Antwort auf den anderen war. Er sah, wie sie sich küssten, wie sie zueinander flossen, wie sie ineinander aufgingen, wie sie miteinander eins wurden. Er spürte eine so starke Kraft in dieser Bindung, ein so mächtiges inneres Band, dass er selbst davon zutiefst berührt wurde. Er fühlte ein unaufhörliches, kraftvolles Strömen, ein ewiges Fließen und er erkannte, dass die Fremde einst eine Liebe erlebt hatte, die kaum jemand sonst erleben durfte. Er erkannte ihre Feinsinnigkeit, er erkannte ihre unvermeidbare Leidensquelle. Wer so viel fühlte, musste daran zerbrechen. Dann berührte er ihren Leib, er spürte ihren Atem. Ihr Bauch hob und senkte sich, er war leer und doch voller Gefühle. Es hatte sich alles in ihm gespeichert, Glück und Leid und Liebe und Verzweiflung. Dieser Bauch, das erkannte er, würde niemals ein Kind in sich tragen. Die Frau begann zu weinen. Animanimus wischte ihre Tränen ab, eine nach der anderen. Für einen Augenblick schloss er seine Augen, dann öffnete er sie wieder, sah die Frau an. Seine Augen wurden ihr zum Tor in eine andere Welt. Sie sah sich selbst darin und empfand Mitleid mit sich. Animanimus schloss erneut die Augen, die Frau tat es ihm gleich. Nun wanderten sie gemeinsam im Geiste nach oben, nach weit oben und spürten das ungeborene Kind, um das sie trauerte. Sie nahmen es in beide Hände in den Arm, wiegten es, küssten es, streichelten es. Dann sagte Animus, du bist nun frei, genauso wie dein Kind. Und beide ließen sie das ungeborene Kind los, es entschwand leise ins Universum, in den Kosmos, ins All. Dann öffneten sie die Augen, die Frau brach zusammen, Animanimus fing sie auf, Anima und Animus kamen ihm zu Hilfe,
Sie betteten sie behutsam auf dem Boden, Anima hielt ihre Hand. Es dauerte lange, bis sie wieder zu sich kam. Als sie erwachte, setzte sie sich auf und lächelte. Animanimus sagte, nun kannst du ein neues Leben beginnen. Es wartet schon auf dich. Es will von dir willkommen geheißen werden. Es ist schön. Es schenkt dir seine Kraft, damit du glücklich wirst. Diese Frau folgt ihm dann und er schart auf diese Weise weitere 7 Menschen um sich. Jeder hat dann seine Aufgabe. Ein Hund ist auch dabei. Tabor heißt er. Der heißt Tabor, weil es gibt in der Psychiatrie ein Medikament, das heißt Tabor. Ja. Dieser Hund ist sozusagen das Pendant dazu, aber lebendig. Deshalb heißt er Tabor. Er hilft immer. So, wir kommen jetzt so langsam zum Schluss und möchte Ihnen etwas erzählen, was Sie vielleicht kennen. Das ist eine wichtige Stelle in Ihrer Arbeit. Also diese 7 oder 8 Leute ziehen durchs Land. Die Aufgaben waren klar verteilt. Ich nenne es auch den Namen. Jaris sorgte dafür, dass die Gruppe jede Nacht eine sichere Unterkunft fand. Er hatte ein Auge dafür. Er fand Bäume, unter deren Kronen sie schlafen konnte. Er fand Höhlen oder vermochte, mit wenigen Hilfsmitteln eine Hütte oder ein Dach zu bauen, das den Gefährten Schutz bot. Jeta sorgte dafür, dass alle genügend zu essen hatten. Sie kannte jede Pflanze und jede Frucht. Sie fanden Kräuter und Pilze, konnten auch an einer kleinen Feuerstelle etwas Wasser, Warmes zubereiten und alles, was sie kochte, schmeckte und gab die Kraft, die sie brauchten. Nechwe versorgte Tabor und kümmerte sich darum, dass die Gewänder von Schmutz und vom Staub der Straßen gereinigt waren. Anima und Animus sorgten dafür, dass jeder seine Aufgabe nachkam und sich kein Unmut innerhalb der Gruppe ausbreitete. Ja, sie wirkten, wie sie es schon immer getan hatten, durch ihre Gegenwart. Und es war Tabor, der jene fand, die Animanimus heilen sollte. Mittlerweile eilte ihnen ihr Ruf voraus. Da gibt es eine sonderbare kleine Gruppe, hieß es in den Schenken der großen und kleinen Städte, die umherzieht, Kranke und Verzweifelte heilt, aber kein Geld dafür nimmt. Das sind nur Scharlatane, meinten einige. Was sollen die besser können als unsere Ärzte, die immerhin auf den besten Schulen waren und die beste Ausbildung haben? Andere sagten, aber sie haben Erfolg und zwar sofortigen. Es scheint, dass diese Heilmethode hilft, egal worum es sich handelt. Und wieder andere sprachen, es ist gegen das Gesetz, was sie da tun. Wir können dem nicht länger zusehen, wir müssen sie finden und einsperren. Wieso soll es gegen das Gesetz sein, wenn Kranke wieder heil werden? Egal wodurch und durch wen, fragten die Gegner dieser Meinung. Ist nicht das Ergebnis das Wichtigste, ganz egal wodurch, wie oder durch wen es zustande kommt? Nein, das ist es nicht, riefen da die Verfechter der Ordnung. Denn wenn jeder beginnen würde, sich als Heiler zu bezeichnen und zufälligerweise Erfolg hat, auch wenn man das gar nicht nachweisen kann, dass dieser Erfolg durch ihn kommt, so könnte er dieses Ergebnis doch für sich ausnutzen und immer mehr Leute anziehen, so wie es dieser Jüngling tut. Und dann sind unsere Ärzte und Heiler nicht mehr so angesehen wie zuvor. Woher kommt dieser Bursche eigentlich? Das heißt, sagte einer, der sich in einem Gasthaus bei einer solchen Debatte das Wort ergriff, dass er aus dem Norden käme, dass er seine Mutter verlassen habe und nach seinem Vater sucht. Und weshalb stellte einer der Anwesenden die Frage, sagt er, er hätte seine Kraft und Begabung von einer Göttin, die er die Große nennt? Wie kommt er dazu, plötzlich unsere alte Ordnung, in der allein unser Gott herrscht, anzugreifen? Droht er vielleicht sogar, unseren Glauben zu hinterfragen? Dafür ist er doch noch viel zu jung, sagte einer, der das, was draußen im Land geschah, insgeheim bewunderte. Wie soll ein einzelner junger Mann unsere Ordnung, die seit Jahrhunderten funktioniert, gefährlich werden? Weil er etwas an sich hat, das unsere Ärzte nicht haben. Er heilt, und zwar ohne Medizin, meinte einer der Redner. Er heilt mit Worten. Aber wie lange können diese wirklich wirken, fragte sein Vorredner. Worte, die heilen, das ist doch zum Lachen. Aber offenbar wirkt es, widersprach ein anderer Mann, der sich in die Debatte einmischte. Das kann nicht wirken, das ist alles Unsinn, kam sofort die Entgegnung. Große Gesten ohne Ergebnis, Einbildung, alles voller Zauber. Wir sollten den falschen Lehrer wegjagen. Doch hüte dich vor seinem Hund, meinte ein weiterer Gegner. Nicht, dass er dich noch beißt und sein Herrchen dich dann heilen muss. Alle Anwesenden lachten bis auf einen.
Und der schließt sich dann auch dieser Gruppe an. So, und es ist dann tatsächlich so, sie heilen, aber je mehr sie heilen und je bekannter sie werden, umso mehr Gegner kommen auch auf sie zu. Die Verfechter der alten Ordnung. Und da geht es nicht nur um die alte Ordnung, es geht nämlich auch um die Venena. Denn der Anführer der Gegner hat einen großen Schmuggel aufgezogen zwischen dem Norden und dem Süden. Im Norden blüht natürlich keine Venena. Und man muss sich das so wie den IS vorstellen, die werden dann angegriffen. Zuvor hält aber Animanimus noch eine Rede, die möchte ich Ihnen noch am Ende vorlesen, wenn ich sie dann finde. Doch, da ist sie. Das wird dann immer dramatischer. Und auch übrigens in der Parallelhandlung, denn diese Parallelhandlung ist insofern spannend, da Julia, Sie erinnern sich an ihr, an sie, hat dieses ganze Buch mittlerweile kopiert und nach Deutschland geschickt, aber das Paket ist nicht angekommen. Und sie, eines Tages kommt ihr Verleger nach New York und sie lesen dann gemeinsam in dem Buch, aber das bricht plötzlich ab und sie beschließen, die Zeiten fehlen einfach, und sie beschließen, das Buch weiterzuschreiben. Von selber. Also was Sie gerade gelesen haben, ist das, was Sie selbst weitergeschrieben haben. Das Buch kommt dann eines Tages doch noch an, also das Originalmanuskript, und Sie beschließen aber, es nicht zu lesen, weil Sie wissen ganz genau, dass das, was Sie geschrieben haben, ja ohne dies in diesem Buch dann steht. Und nochmal eine Ebene mehr. Furchtbar. Aber so verwirrend ist es gar nicht. Also, jetzt kommen wir noch schnell zur Bergpredigt. Die Mitte des Landes, das sie auf ihrem Weg zur Grenze nach im Norden durchquert hatten, war von einer lieblichen Landschaft geprägt. Animanimus hatte sie schon kennengelernt, sein Vater ebenfalls, den hat er mittlerweile getroffen, wurde wiedergefunden und er hat ihm verziehen, auch eine sehr bewegende Stelle. Doch die anderen staunten angesichts der vielen grünen Hügel, der kleinen Flussläufe, welche die Ebene durchzogen, und der Weite der Gegend, welche so gänzlich anders war, als die Enge der Berge, die sie hinter sich gelassen hatten. Sie waren nun einschließlich des Hundes zu neunt, und für jeden musste gesorgt werden, sei es, dass das Schuhwerk geflickt oder die Kleidung gewaschen werden musste. Animanimus Vater übernahm die Organisation und erteilte all dazu, wofür sie sich eignen. So zogen sie über Wochen durch die Lande, verbreiteten die Botschaft der großen Göttin in den Häusern und heilten, wo immer es ging. Doch auch hier hatte sich das Bedürfnis nach der Blume des Vergessens, nach der Venena, breit gemacht, obwohl der Landstrich weniger dicht besiedelt war als gesunden. Es gab hier ebenso Verzweiflung, Kummer, Leid, Ungerechtigkeit und Elend. Und es gab den Glauben an den großen Gott, der alles erschaffen hatte und an dessen Zorn, und dessen Zorn man durch Opfergaben zu besänftigen suchte. Wann immer Animanimus dann seine Botschaft der Liebe, des Friedens und der Freiheit verbreitete, staunten die Leute und wollten wissen, was sich hinter seinen Worten verbarg. Ihr seid frei, sprach Animanimus einmal, als sie bei einer Ortschaft Rast machten, sich viele Bewohner um ihn versammelt hatten, um ihm zu lauschen. Ihr seid frei, wenn ihr in der Lage seid, euren Begierden nicht länger zu folgen. Ihr seid frei, wenn ihr euch für das Gute einsetzt. Ihr seid frei, wenn ihr andere glücklich machen könnt. Ihr seid frei, wenn ihr die Knechtschaft, die ihr euch selbst auferlegt habt, gegen die Freuden der Unabhängigkeit eingetauscht habt. Ihr könnt für vieles verantwortlich sein, aber ihr dürft niemanden unterdrücken, ebenso wie euch niemand unterdrücken darf. Denn was ist Unterdrückung anderes als das Verbot von Freiheit? Doch verwechselt nicht Freiheit mit Willkür und Beliebigkeit. Nicht, was ihr tut, was ihr wollt, nicht, wenn ihr tut, was ihr wollt, seid ihr frei, sondern wenn ihr tut, was ihr sollt. Und woher wisst ihr, was ihr tun sollt? Befragt euer Herz. Es wird euch den Weg zur Freiheit weisen. Wenn ihr ihn gefunden habt, seid ihr im Frieden. Er ist die Folge der Freiheit. Keiner, der unfrei ist, kann Frieden finden. Kein Volk, das versklavt ist, mag im Frieden mit sich und den anderen sein, solange das Joch des Zwanges über ihm liegt.
Erst die Freiheit, sich für den Weg der Liebe zu entscheiden, bringt das wahre Glück hervor. Doch was ist Liebe? Sie ist viel mehr als das, was sich zwischen den Geschlechtern ereignet. Sie ist die Erfüllung des Friedens, die Vollendung der Freiheit, die Gnade, die Schönheit, diese Welt sehen zu dürfen. In der Liebe wird alles eins. Sie ist der Grund für das Blühen der Blumen, für das Blau des Himmels, für den Gesang der Vögel, für das Murmeln des Baches. Die Liebe vereint alles und blickt aus der Gegenwart in die Zukunft. Sie hebt die Schmerzen auf, sie schafft das Miteinander, ohne dass nichts entstehen könnte, und zeigt allen, wie schrecklich ein Dasein ohne sie wäre. Niemand kann leben, ohne zu lieben. Niemand kann im Frieden sein, ohne zu lieben. Niemand kann frei sein, ohne zu lieben. Wir alle stammen aus der Liebe und kehren einst in sie zurück. Die Liebe heiligt alles, sie ist ewig, sie kennt kein Warum. Sie ist, weil sie ist. Wen die Liebe findet, der sprengt die Grenzen. Wen die Liebe findet, der entdeckt ein neues Land. Wen die Liebe findet, der wird durch den anderen er selbst. Liebe ist Frieden als Freiheit. Liebt, so findet ihr Frieden. Liebt, so werdet ihr frei. Liebt, so lädt euch die Liebe in ihr Haus und heißt euch willkommen. Dort dürft ihr bleiben, bis ihr die Augen für immer schließt. Doch auch im Tod ist die Liebe bei euch. Sie endet nicht, wenn ihr sterbt. Sie ist euer steter Begleiter in der Ewigkeit. Sie erleuchtet die Dunkelheit nach dem Tod. Ihr Glanz legt sich auf eure Augen und ihr werdet ihre Herrlichkeit gewahr, die das ewige Leben euch schenkt. Doch ihr müsst nicht warten, bis ihr den Weg zum Licht gefunden habt. Er ist bereits hier. Er trägt euch auf jedem eure Schritte. Er führt euch dorthin, wo ihr geht. Er ist immer für euch da, auch wenn ihr von ihm abgekommen seid. Folgt dem Weg der Liebe und er wird euren Gang dahin lenken, wo alles gut ist. Dort gibt es keine Schmerzen und keine Armut. Dort gibt es keinen Hunger und keinen Krieg. Dort gibt es keine Verzweiflung und keine Not. Die Liebe lebt in euch. Sie ist es, die euch ganz macht. Sie ist es, die euch heilt. Dann kniete Animanimus nieder, breitete seine Hände aus, blickte auf die Menge und sprach: Große Göttin, große Mutter, sieh diese, die zu dir gekommen ist, um dir zu folgen. Nimm dich ihrer an. Schenke ihnen Lieben, Frieden und Freiheit für immer. Und bleibe bei ihnen, selbst wenn sie an dir zweifeln. Sende ihnen dein Licht, damit seine Wärme ihre Herzen stärke und sie anderen davon geben können. Nun bist du in ihnen und sie sind in dir. Diese Einheit soll dauern bis ans Ende aller Tage. So möge es geschehen. Es kommt dann zur finalen Schlacht, tatsächlich, zwischen den Anhängern von Animanimus und dem IS sozusagen. Animanimus fluss fliehen, alle sterben. Animanimus, Anima, Animus, Ora, das war die junge Nonne, und Animanimus bleiben übrig. Sie verschwinden in den Norden, da trifft Animus seine Mutter nochmal. Sie gibt ihnen ihr Boot und sie fliehen zurück zu der Insel, woher sie kamen. Auf dieser Insel ist dann wiederum alles Leben ausgelöscht, denn der Vulkan ist tatsächlich ausgebrochen und die Geschichte dreht sich sozusagen dann in ihr Gegenteil um. Die beiden Anima und Animus zogen ja aus, um ein neues Land zu finden, in dem sie Leben zeugen können. Aber sie werden aus diesem Land vertrieben und müssen zu ihrer Heimat zurückkehren, in der alles Leben nun erloschen ist. Und sie sind nun aufgefordert, dieses Leben neu zu gestalten. Und dann gibt es noch ein Ende, das ist jetzt ganz kurz, das muss ich Ihnen noch vorlesen. Sie erinnern sich an den Anfang, als Julia mit Richard, so heißt er, ihrem Verleger, oder als Julia dieses Buch in der Bibliothek gefunden hat, sie hat es ja dann auch geklaut. Und jetzt sitzt sie mit Richard, mittlerweile sind sie auch ein Paar, im Central Park und überlegen, was sie jetzt eigentlich mit diesem Buch tun sollen. Und da passiert Folgendes. Sollen wir das Buch nicht zurückgeben? Fragte Julia. Sie saß mit Richard auf einer Bank im Central Park. Die vom Herbst verfärbten Blätter taumelten durch den warmen Wind und fielen sachte zu Boden. Richard hielt ihre Hand. Welches Buch? Fragte er. Unseres, sagte Julia.
Eine Stunde später standen sie im Laden eines Buchdruckers, weil dieses Buch, das sie geklaut hatte, der fehlte ja plötzlich die Hälfte. Richard kannte ihn seit vielen Jahren. Er war einer der wenigen, der die alte Kunst des Buchbindens noch beherrscht. Sie erklärten ihm ihr Vorhaben. Er nickte und verstand. Er würde das Buch mit dem Text ergänzen im Stile des abhandengekommenen Originals. Schon morgen würde das Buch fertig sein. Am nächsten Tag hielt Julia das Exemplar in der Hand. Ihr Herz klopfte, sie hatte ja das Buch geklaut, als sie der Bibliothekarin gegenüberstand. Diese trug eine violettfarbene Bluse mit einer Brosche aus Camee und eine goldgerahmte Brille, die auf ihrem Nasenhöcker saß. Julia sagte, sie wolle das Buch zurückbringen. Die ältere Dame sah im Register nach, runzelte die Stirn, nahm den Herzensheiler in die Hand und prüfte ihn. Dieses Buch gibt es hier nicht, sagte sie. Sind Sie sicher? Fragte Julia. Oh, ganz gewiss. Die Bibliothekarin lächelte Julia an. Ich bin seit 30 Jahren hier angestellt und kenne jedes Exemplar. Beide schwiegen sie. Und dann, als die Frau den Herzensheiler aufschlug und die ersten Sätze las, leuchteten ihre Augen auf. Oh, sagte sie und schaute Julia lange an. Wissen Sie, in allen Bibliotheken der Welt stehen Bücher, die nur darauf warten, von jemandem entdeckt zu werden, deren Seelenreise darin erzählt wird. Sie nahm Julias Hand, hielt sie fest und sagte, jedem von uns wohnt eine ihm ureigene Geschichte ein. Jede dieser Geschichten steht in einem Buch geschrieben. Sie atmete lange aus, schloss die Augen und legte eine Hand auf ihr Herz. Dann hob sie erneut mit leiser Stimme an. Und sind nicht die Geschichten am schönsten, die gemeinsam entstehen? So, das war's. Danke, danke. Noch ein kleiner Hinweis. Dieses Buch ist die geistige Grundlage einer Internetplattform, die ich geschaffen habe, die in etwa 2 bis 2,5 Wochen online sein wird. Es ist ein Beratungsportal zum Thema Liebe, klar, was sonst. Es gibt viele Experten, Paartherapeuten etc., an die man sich wenden kann, an die man sich Fragen stellen kann, die man auch antworten. Um das Ganze herum gibt es aber sehr vieles zum Hören, zum Lesen, zum Sehen, Videos, Yoga für Liebende. Das Ganze nennt sich, um die Schwere zu nehmen, Julia, natürlich wie sonst, Julia and the Lovebirds. Nennt sich eine Popgruppe, ist aber nicht. Also www.julia-and-the-lovebirds.com. Bitte in 2 Wochen angucken. Da finden Sie dann auch vieles aus dem Herzensheiler. Und nun, and the Lovebirds. Liebesvögel. Ohne Bindestrich. Ohne Bindestrich. Ohne Bindestrich. Lovebirds. Liebesvögel. Wie Liebe und Vögel. Lovebirds. Lovebirds. Okay. Liebesvögel. So. Danke. Nun, danke. Gutes. Der Papst sagt immer, gutes Mittagessen. Buon pranzo. Ich frage mich immer, warum sagt er nicht gesegnete Mahlzeit? Würde bei ihm besser passen. Dann sage ich jetzt gesegnete Mahlzeit, auch wenn ich kein Papst bin. Vielleicht der Papst, der Lobby. Doch, Papst Christian Kaiser.